Hallöchen. So, heute vom Bahnhof Zossen. Tja, auch hier haben die Umbauarbeiten begonnen. Seit Anfang Februar, Vegetationsarbeiten. Hier befinde ich mich jetzt am Fahrdienstleiterstellwerk. An der B246, die zurzeit auch gesperrt ist, wegen vorbereitender Arbeiten. Ja, ein paar Jahre wird es ja noch dauern, ehe der Bahnübergang verschwunden ist. Ja, das Stellwerk hier in Zossen ist ein elektromechanisches Stellwerk von 1912 von Siemens und Halske, glaube ich, ja. So, jetzt ein Blick Richtung Norden, also Richtung Rangsdorf. Oder auch Berlin. Die feste Absperrung wurde hier auch schon angebaut, damit die Arbeiter nicht ins Gleis purzeln. So, und an dieser Stelle hier wird einmal die Brücke entstehen, welche dann den Bahnübergang ersetzen wird. Mal sehen, wann das Bauwerk mal fertig ist. Wird wohl noch 2, 3 Jahre dauern. Ursprünglich war das alles schon viel eher angeplant. Und so sieht es in Zossen aus. Auch auf der anderen Bahnhofsseite Richtung Wünsdorf, am Wärterstellwerk oder am Posten 21, Sumpf. Denn Zossen ist auf Pfähle gebaut. Mal sehen, welche Überraschungen man hier erleben wird beim Bauen. So, und an dieser Stelle links geht er drin zum Anschlussgleis der Firma Airtrans, welche auch in Glaser Damm sehr viel bauen. Gleissperre der Anschlussbahn. Der Fahrdienstleiter stellt die Weiche um, also in Linkslage oder in Minus. Dann wird die verschlossen, Schlüssel rausgenommen und dann kann man die Gleissperre hier aufschließen und ablegen und reinfahren in den Anschluss. So, befinde ich mich schon ein paar Meter auf dem Gelände der Firma Airtrans. Jetzt befinde ich mich hier in Zossen am Gleis 6. Auch eine Gleissperre. Der Fahrdienstleiter gibt durch eine Tastenbedienung den Schlüssel in den grauen Kasten frei. Und dann kann man die Gleissperre ablegen. Und danach wird dann das Rangiersignal angemacht. Ein Werdegang, der unmöglich ist.
Oh, da ist der alte Wasserturm von Zossen. Der zerfällt auch immer mehr. Eigentlich schade. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Nebenbahnhof, wie die Zossener sagen. Obwohl es eben Bahnhof ist, aber die Zossener sagen eben immer, hier ist der Nebenbahnhof. Wo die Strava-Glock steht, Gleis 6 und daneben Gleis 5. Und diese beiden Gleise gingen ursprünglich mal zur Nebenbahn Richtung Sperrenberg und dann Hüterbock. So, hier im Gleis 5 hat man eine Behelfsbrücke eingebaut. Da der darunter führende Fußgängertunnel stark einsturzgefährdet ist. Das zeige ich euch später noch. So, hier sehen wir das ehemalige Militäreisenbahngebäude. Also so wie sie in Mahl und Rangstorp aufstehen. Hier beginnt auf der ehemaligen Nebenbahn die Dresinbahn. Machen wir ein bisschen Werbung. Weihnachten ist ja bald wieder. Hier haben wir dann noch ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Der Rest eines Wasserkrans. Hier haben wir dann die Ausfahrsignale zur Nebenbahn Richtung Sperrenberg. Und wenn die Dresinbahn ihre Betriebstage hat, dann zeigt das rechte Signal auch schon mal grün. Also jedenfalls vorher, die erwarten auch so. Und da haben wir ihn, den Personentunnel von Zossen. Oder wie ich immer sage, eine bessere Abwasserröhre. Denn wie Gustav Richard in seinem Film Beitrag auf YouTube festgestellt hat, weiß nicht mal die Bahn, wann das Ding gebaut wurde. Und das Wort Abwasserröhre ist nicht mal so verkehrt, denn bei Regen steht das Wasser hier schon manchmal Zentimeter hoch. So, und an diesem Überbleibsel der Eisenbahngeschichte hat sich mal die Aufsicht von Zossen gefunden. Ja, sowas gab es oben auf dem Bahnhof Zossen. Eine Aufsicht. Die hatte natürlich auch Aufgaben, Güterverkehr zu erledigen. Zum Beispiel bei den Nahgüterzügen Richtung Königs Wusterhausen, Dorolo-Kirchhain, die Bremsproben durchzuführen. Also bloß Kelle heben. Das war nicht so. So, und an dieser Stelle hier befanden sich schienengleiche Überwege zum Bahnsteig 2, der schon jahrelang außer Betrieb ist und demzufolge zugewachsen ist. Der neue Bahnsteig wird dann zwischen Gleis 2 und Gleis 3 entstehen. Gleis 3 verschiebt sich Richtung Gleis 4 und Gleis 4 wird es später nicht mehr geben. Ja, das war's dann von Zossen.
Und der Fahrdienstleiter sei da. So, im Anschluss geht es dann weiter mit der Wärterseite vom Bahnhof Zossen mit dem Stellwerk ZSB. Die Aufnahmen sind aber schon vom März. So, heute haben wir wieder Mittwoch und ich habe mir nochmal auf den Weg nach Zossen gemacht. Bin jetzt am Stellwerk ZSB, was so viel heißt wie Zossen Südbude. Richtung Wünsdorf. So, hier der ehemalige Lokschuppen. Ja, hatte Zossen auch mal. Aber welche Bohrrähen hier mal zu Hause waren, das weiß ich nicht. Aber müsste man ja rauskriegen, wenn man weiß, wissen will, welche Maschinen den Vorortverkehr zwischen Rangsdorf und Wünsdorf betrieben haben. So, hier ist auch schon die feste Absperrung. Wie gesagt, vorbereitende Bauarbeiten, Umbau Bahnhof Zossen. Oh, nagelneue Schwellen. Na, man weiß, für welches Projekt die sind. Vielleicht sogar für die Dresdner Bahn. Wer weiß. So, hier ein ehemaliges Anschlussgleis. Ich glaube, die Firma hieß früher mal Industrietextilien, Intex. Ebenfalls so ähnlich war das wohl. So, da ist schon die Baustelleneinrichtung für den Umbau. So, an dieser Stelle gab es früher mal ein Tanklager. Das war nur ein sehr kleines. Das Anschlussgleis, da haben maximal zwei zweiachsige Kesselwagen reingepasst. So, dieses Gleis hier hatte nur eine Bedeutung für die Loks zum Tanken. Da der Bahnhof Zossen und der Bahnhof Wünsdorf hatten eigene Rangierloks und die sind dann hier zum Tanken gefahren. So brauchten sie nicht nach Wüterbock in ihr Heimat-BW fahren. So, jetzt befinde ich mich nochmal auf dem Gelände, wo früher der sogenannte Güterbahnhof war. Güterboden und was dazugehört. So, nochmal ein Blick auf den ehemaligen Lokschuppen. Bis nach der Wende, also zu Reichsbahnzeiten, war da zuletzt die Bahnmeisterei zu Hause, beziehungsweise Streckenmeisterei Zossen, die auch zur Bahnmeisterei Großbeeren gehört hat. Ja, so richtig los gehen tut es jetzt mit dem Umbau.
sobald die Strecke zwischen Glaser Damm und Rangsdorf gesperrt ist, also ab 21. April bis November. Dann geht es auch hier richtig zur Sache. So, jetzt fahre ich Richtung Heimat und fahre noch mal an einer Stelle vorbei, die nicht direkt was mit der Dresdner Bahn zu tun haben tut, aber es hätte sein können. Da hat man angefangen, die Bahn zu bauen, aber es lag dort nie ein Gleis. Dann bis gleich. So, da bin ich nochmal. Wie gesagt, an der besagten Stelle. Das ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Dahndorf und Klinik. Und hier ist das Bauwerk. Ja, dieses Bauwerk hat nie ein Gleis gesehen. Das sollte mal ein Verbindungsgleis von Zossen nach Großbären werden. Da ja früher geplant war, den Rangierbahnhof, welcher sich jetzt in Sedin befindet, in Großbären zu bauen. 1940 sollte die Strecke hier in Betrieb genommen werden. Also vor mehr als 83 Jahren. Stimmt, glaube ich, ja. Aber wie gesagt, hier hat nie ein Gleis gelegen. Jetzt bin ich noch mal auf der anderen Seite. Wie gesagt, hätte die Bahnstrecke zur Vollendung gebracht. Vielleicht würde es den Berliner Außenring in seiner jetzigen Form gar nicht geben. Aber das weiß man nicht. So, das war's dann für heute. Der Rest hatte ja nun nichts direkt mit der Dresdner Bahn zu tun. Aber ich dachte mir, das kann man hier ganz gut mal einfügen. Wie gesagt, das wäre die Verbindungsstrecke gewesen von der Dresdner Bahn zur Anhalter Bahn. Tja, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.